Teil 2 des Urlaubsinterviews mit Lothar Matthäus im Falkensteiner Punta Scala Resort bei Zadar in Kroatien. Mit Krone TV spricht der Fußball-Weltstar hier über Bayern München, David Alaba, Marcel Koller und Pierre-Emerick Aubameyang. Es ist fürchterlich heiß jetzt, war wunderschön, aber heiß. Aber wenn es für Sie okay ist, besprechen wir noch ein, zwei Themen. Zum Beispiel müssen wir Sie natürlich auch noch auf die Bayern ansprechen, wenn wir schon die Bayern-Legende hier sitzen haben. Und da natürlich speziell auf David Alaba. Sie werden wahrscheinlich mitbekommen haben, dass in Österreich sehr emotional diskutiert wird, ob er in der österreichischen Nationalmannschaft im Mittelfeld oder auf der linken Verteidigerposition spielt. Wechsel die Position nicht. Lasst ihn linker Verteidiger spielen, auch er muss es kapieren. Das ist seine Position. Im Mittelfeld bei Bayern, Martinez, Thiago, Vidal, James, Müller. Wo soll er denn spielen überhaupt? Und auch in der österreichischen Nationalmannschaft, da habt ihr Spieler oder da sind Spieler vorhanden, die diese Position Woche für Woche aus dem FF kennen. Lasst diese Spieler immer auf ihren Positionen spielen. Die Koller sagt auch, aber nach wie vor, er ist gut aufgehoben. Ja, das habe ich aber letztes Jahr bei der Europameisterschaft gesehen, wo der Koller nicht mehr wusste, wo er ihn hinstellen musste, vom defensiven Mittelfeld ins Offensive und dann auswechseln und dann zum Sündenbock bei der Europameisterschaft zu machen. Das hat ein Alaba nicht verdient. Er ist ein Riesenspieler und auf der linken Außenverteidigerposition ist er einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste auf der Welt. Also bitte. Lasst ihn doch dort spielen, wo er seine Leistungen bringt und nicht, wo er vielleicht meint, dass er besser ist. Nein, er hat auch bei der Europameisterschaft nicht gut gespielt, weil er einfach auf dieser Position keine Sicherheit hat. Also wir werden sehen, ob sich Marcel Koller ihren Rat zu Herzen nimmt. Jeder Trainer soll ja das machen, was er für richtig findet. Aber bei der Europameisterschaft hat man ja gesehen, dass Alaba sich, ja, sagen wir mal, in diesen ganzen Positionen, aufgrund auch der ganzen Diskussion, ja, nicht wohlfühlt und keine Sicherheit. Natürlich sagt er, ach, im Mittelfeld, zentraler, mehr Ballkontakte. Nein, bei Bayern München ist er einer der Spieler, der die meisten Ballkontakte hat, der ins Spiel einbezogen ist, der Vorlagen gibt, der Taktgeber ist, der Standardsituationen schießt. Man kann ja nicht alles machen und deswegen verstehe ich auch ihn nicht, weil als linker Verteidiger ist er gesetzt. Mhm. Im Mittelfeld bei Bayern München bin ich nicht sicher, ob er gesetzt werde. Deswegen spielt er auch linker Verteidiger. Apropos Bayern München, Lothar Matthäus hat vor kurzem in einer Kolumne geschrieben, würden Sie Bayern-Trainer sein, dann würde weder James noch Müller in der Startelf stehen. Ja, Habe ich das falsch zitiert? Die Kolumne muss man ja auch zwischen den Zeilen lesen und auch mal nach dem Komma und vor dem Punkt etc. Also dann bitte korrigieren Sie mich in meiner Interpretation. Nein, es ist richtig. Ich sage, wenn die erste Elf, wie auch im letzten Jahr, bei den wichtigen Spielen stehen würde, dann hätte James und Müller für mich keinen Stammplatz. Weil wenn ich gegen Barcelona, gegen Real Madrid, gegen Chelsea, Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain oder Juventus Turin spiele, dann brauche ich eine gewisse Balance. Und diese Balance für mich im Mittelfeld ist Martinez Nummer 6, wo er seine überragende Saison mit einem Champions-League-Sieg gekrönt hat, bei Bayern München vor 3-4 Jahren. Vidal als Kämpfer, als Fighter, sowohl nach vorne torgefährlich, Ideengeber, aber auch als Balleroberer. Und Thiago, der auch das Spiel des FC Bayern kennt, torgefährlich, arbeitet noch ein bisschen nach hinten, Ideengeber. Das ist die 6, die 8 und die 10 für mich bei wichtigen Spielen. Natürlich kann ich gegen kleinere Mannschaften in Deutschland oder generell in der Bundesliga vielleicht ein bisschen offensiver spielen. Aber in der Champions League gegen starke Mannschaften muss ich die Balance finden. Ich kann das riskieren, aber ich habe ja noch Robben, ich habe noch Ribéry, ich habe vorne Lewandowski. Das sind ja Spieler, die dir Tore garantieren. Dann kommt der Alaba über links, dann kommt der Kimmich über rechts. Und das ist sozusagen meine Mannschaft, wie auch im letzten Jahr Müller bei Ancelotti in den wichtigen Spielen nicht in der Startformation gestanden hat. Das wäre meine Mannschaft für diese wichtigen Spiele. Weil Müller ist ein Spieler, ein halber Siebener, ein halber Neuner, ein halber Zehner. Und ich oder viele Trainer wollen ja ihre Position mit Spielern besetzt haben, die diese Position auch hundertprozentig spielen. Und bei Müller, das ist ein Freigeist. Ein wichtiger Freigeist für den FC Bayern, auch ein Spieler, der, wenn er reinkommt, 100% Leistung bringt und 100% da ist und auch sein Tor machen kann, würde ich sagen, ist in dieser ganzen Konstellation, wie wir sie zusammengesetzt haben, eher Müller ein Spieler für die Bank, der reinkommt oder eben bei diesem wichtigen Spiel, aber sonst immer spielen kann und für Bayern genauso wichtig ist wie jeder Spieler, die in meiner ersten Elf stehen würden. Sie haben vor 3-4 Jahren für großes Aufsehen gesorgt, weil Sie mehr oder weniger enthüllt haben, dass Lewandowski von Dortmund zu Bayern wechseln würde. Das hat großes Getöse nach sich gezogen, bis hin zu einem, sagen wir mal, sehr zynischen Kommentar von Uli Hoeneß. Auf das will ich jetzt gar nicht hinaus, sondern Sie fragen, ob Sie vielleicht auch Exklusivinformationen zu einem anderen Dortmund-Stürmer haben, der dieser Tage auch sehr begehrt ist, nämlich Aubameyang. Wie lange wird es denn noch in Dortmund geben?
Haben Sie da auch exklusiv Informationen recherchiert? Exklusiv nicht, man kriegt ja alles mit aus den Medien. Aubameyang möchte natürlich zum jetzigen Zeitpunkt gerne wechseln, aufgrund der wirtschaftlichen Situation, die sich oder wirtschaftlichen Angebot, was auch einerseits verständlich ist. Andererseits sage ich, er ist im besten Fußballalter. Er sollte sich der sportlichen Herausforderung stellen. In 2 Jahren kann er dann immer noch nach China gehen oder sonst irgendwo, wo die gleichen Gehälter bezahlt werden. Aber vielleicht kann er es nicht mehr warten. Sportlich ein klarer Rückschritt für ihn. Ich habe Verständnis, wenn Spieler über die 30 sind und dann sagen, okay, jetzt wollen wir noch mal richtig Kohle verdienen. Aber bei Aubameyang habe ich dieses Verständnis noch nicht. Deswegen würde ich Aubameyang raten, noch die nächsten 2 Jahre, 3 Jahre mit Borussia Dortmund gegen Bayern München in der internationalen Meisterschaft zu spielen oder gegen Mannschaften wie Barcelona, Real Madrid um die Champions League. Und dann geh nach China und dann sicher dein Leben ab, wenn du noch nicht genügend Geld verdient hast. Also zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen nein, aber ich glaube, er ist sehr unsicher oder ist ein bisschen nervös, weil dieses Angebot kommt ja auch nicht alle 3 Monate auf sich zugeflogen und denkt natürlich zurzeit nur an die wirtschaftlichen Möglichkeiten und das ist nichts Unverwerfliches, aber für mich zählt das Sportliche, weil ich auch selbst als Spieler viele Angebote gehabt habe, die wirtschaftlich interessant waren, aber ich der sportlichen Herausforderung mich stellen wollte. Ich könnte Ihnen noch stundenlang lauschen, aber ich glaube, Sie müssen langsam zu Ihren Kids, deswegen möchte ich jetzt schon langsam zum Abschluss kommen und das Gesamtphänomen Lothar Matthäus sozusagen behandeln. Wir haben ja gerade auch angesprochen, dass sich Uli Hoeneß auch immer wieder bemüßigt fühlt, einen Kommentar in Ihre Richtung abzugeben. Das ist lange her. Das war vor seiner Zeit, wo er ein bisschen weg war. Haben Sie ihm das übel genommen? Nein, absolut nicht. Das gehört dazu. Und natürlich, ich sehe es aus, ich bin ja ein Kollege von euch, genau. Arbeite bei Sky, ja, schreibe für einige Zeitungen in Deutschland, Sportbild zum Beispiel. Wir müssen unsere Meinung haben und wir dürfen auch unsere Meinung haben. Aber das ist nicht gegen Bayern München, das ist nicht gegen Uli Hoeneß, das ist auch nicht gegen Müller, das ist gegen gar keinen. Das ist eine objektive Meinung, wie ich den Fußball einschätze, wie ich damals auch Steffen Hoffmann eingeschätzt habe, dass er ein guter Spieler für Rapid Wien sein kann. Aber, es gibt ja, aber man liegt auch falsch ab und zu. Ja. Aber es gibt ja kaum einen Journalisten oder einen Fußballinteressierten, der keine Meinung zu Lothar Matthäus hat. Also Ihre Person polarisiert ja nach wie vor extrem. Verfluchen Sie manchmal Ihre Popularität? Nö, absolut nicht. Das gehört zu mir dazu. Ich versuche immer so zu sein, wie ich bin. Klar, ehrlich, offen. Ja, aber wenn ich Fehler mache, stehe ich auch zu meinen Fehlern. Und wenn mich jemand auf die Flinte nimmt oder Uli Hoeneß mal angekratzt ist, ja, dann gehört es auch zum Geschäft dazu. Aber andererseits, wenn man sich in München trifft, gibt man sich die Hand, trinkt einen Kaffee und versteht sich eigentlich sehr gut. Plaudern gehört zum Geschäft. Wie ist es denn um Ihre Trainerambitionen bestellt? Würden Sie jemals auf der Trainerbank des FC Bayern sehen? Nächsten 4 Jahre Vertrag bei Sky. Also mein Leben ist eigentlich, sagen wir mal, ein bisschen vorgesorgt. So, einige langfristige Verträge und ich bin immer nah beim Fußball dabei. Ja. Das macht mir Spaß, über den Fußball zu sprechen. Aber juckt Sie gar nicht, wieder auf der Bank zu sitzen? Es müsste schon hundertprozentig funktionieren und ich habe einige negative Erfahrungen als Trainer gemacht mit gewissen Vereinen, unter anderem auch Rapid. Es war ja keine positive Erfahrung. Es war eine Erfahrung, aber ich könnte jetzt nicht sagen, das war die ich mir erwartet habe oder die ich mir gewünscht habe, aber auch bei anderen Jobs wie als bulgarischer Nationaltrainer, ja, wo man einfach von vornherein eigentlich was anderes ausgemacht hat, wie sich hinten herausstellt. Nee, es war eine nette Erfahrung, gute Erfahrung. Und wenn heute wieder was hundertprozentig funktionieren sollte, dann muss wirklich alles stimmen. Und solange werde ich meinen Weg nicht ändern. Und ich bin auch total zufrieden mit meinem Leben. Sonst könnte ich vielleicht heute auch nicht Urlaub machen hier im Falkenstein in Kroatien, sondern müsste irgendwo mit der Mannschaft im Trainingslager sein. So wäre ich nicht zu der Chance gekommen, Lothar Matthäus zu treffen. Was mir im Übrigen ganz im Ernst eine große Ehre war. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Viel Spaß noch hier und Ihnen. Vielen Dank fürs Zuschauen.